Hey Dudes, was geht ab? Ich habe hier was Tolles gefunden. Und zwar toti.uefa.com. Und da kann man für das Team des Jahres abstimmen oder da konnte abgestimmt werden. 6 Millionen Stimmen gibt es insgesamt. Und die Abstimmung ist leider beendet, aber wir wollen uns trotzdem nochmal angucken, was es da zum Abstimmen gibt. Ich weiß nicht, wann die Abstimmung war, aber das Ergebnis wird bekannt gegeben am 15. Januar. Das heißt, wir können da in etwa auf das Team of the Year bei Ultimate Team hoffen, ne? Ist ja Mittwoch, kommt Mittwoch immer die neuen Sachen? Ist das so? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall können wir uns mal die Nominierten anschauen. Also, bei den Torhütern haben wir Peter Cech, Courtois, De Gea und Manuel Neuer. Liege ich da richtig? Ja, Peter Cech, Courtois, De Gea ist in keiner Nationalmannschaft, okay, und Manuel Neuer. Und ich denke mal, dass die meisten wohl auch Manuel Neuer gewählt haben, weil er ist ja auch Torhüter des Jahres geworden, oder? Das hat er ja schon gekriegt, den Titel, also wird er wahrscheinlich auch wohl im Team des Jahres sein. Und hier haben wir halt ganz interessante Statistiken. Wenn man sich das so anguckt, also Gesamt 2013 Gegentore erhalten. 60, 27, wofür auch immer hier das da steht. Die 59 oder was auch immer. Und so weiter, ich weiß es nicht. Manuel Neuer, 33 Gegentore, Courtois hat weniger Gegentore bekommen. Wie viele hat er denn auch UEFA-Spiele gehabt? 3, da hatte Neuer 11, okay. Tschech hatte die meisten Europapokalspiele. Nationale Ligen. Oder heißt das die Tore? Ah ne, die Gegentore, die er gekriegt hat. Okay, Courtois hat da nur 3. Okay, vielleicht hat er auch weniger Spiele oder so. Ich weiß es nicht. Manuel Neuer hat in der Nationalligen 18 Tore reingekriegt bei Bayern München. Wofür das 33 steht, ich weiß es nicht. Ach, Einsätze, 33. Ah, oh. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Und WM-Qualifikationsspiele, okay, das sieht man auch alles. Spiele gewonnen, Manuel Neuer, bei WM6, nationale Ligen und so weiter. Das kann man sich hier alles interessanterweise angucken. Und meine Frage an euch, da könnt ihr ja gerne mal für jeden Bereich hier abstimmen oder sagen, wen ihr mit ins Team des Jahres wählen würdet. Also ich würde hier zum Beispiel sagen, Manuel Neuer, für mich so persönlich. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Peter Cech oder Courtois, De Gea oder Manuel Neuer lieber haben wollt. Also gerne alles in die Kommentare. Schauen wir uns mal die Verteidiger an. Alaba, Chiellini, Dante, Hummels, Ivanovic, Lahm, Lichtsteiner, Luis, Kompany, Piqué, Ramos und Silva. Die sehen wir auch hier nochmal in Bildern. Ich würde hier ganz klar sagen, David Alaba ist auf jeden Fall dabei. Philipp Lahm würde ich auch sagen. Und dann, ja, wen würde ich noch dazu wählen? Schwierig. Gucken wir mal nach Tore. Was heißt das? Tore geschossen? Da hat Alaba die meisten Tore geschossen. Interessant. Ramos hat auch 6 Tore. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Ramos auch eventuell wieder mit dabei ist im Team of the Year. Sogar im UEFA-Pokal. Okay, nationale Ligen. Okay. Und Qualifikations-WM. Für Österreich hat er 5 Tore geschossen. Spiele gewonnen. Okay, warum wird jetzt hier Philipp Lahm ausgewählt? Ist das einfach so, weil er hier der Beste ist? Oder was? Alaba? Okay, das ist einfach nur Zufall, scheinbar. Okay, also ich würde auf jeden Fall Lahm und Alaba auf jeden Fall dazu zählen. Auf jeden Fall. ja, und sonst. Oh, echt schwierig. Werden hier die meisten Einsätze. 53 insgesamt hatte Alaba. Okay. Ivanovic 57. Piqué 49. Okay. Lahm hatte 47 Einsätze nur. Aha. Okay, ja, also da dürft ihr natürlich auch gerne eure Meinung zu sagen. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Also, das wären halt auf jeden Fall so meine Favoriten. Alaba und Lahm. Vielleicht Ramos und Kompany oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich da auch auf eure Meinung gespannt. Gucken wir uns mal die Mittelfeldspieler an. Gareth Bale, Gündogan, Isco, Pogba, Özil, Matic, Matuidi, Reus, Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Yaya Touré. Okay, das sind hier diejenigen, die da nominiert wurden. Ribéry würde ich da ganz oben sehen dabei.
denke ich mal. Und dann Gareth Bale, sehr viele Tore. Interessant, dass Ronaldo nicht dabei ist, aber wahrscheinlich zählt er hier eher unter den Stürmern, oder? Aguero, Cavani. Ja, Cristiano Ronaldo ist dann eher unter den Stürmern, weil LA, er ist dann hier im Mittelfeld oder sowas. Jo, okay. Ja, könnte ich mir gut auch vielleicht sogar Bale vorstellen. Reus, oh, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Ribéry. Bale, denke ich mal, ist auch ganz groß im Gespräch. Vielleicht sogar Özi. Wie hat der sich denn geschlagen? Tore insgesamt 13. Ist ja nicht so krass, ne? Aber ist ja auch eigentlich kein Stürmer. Gibt es ja auch irgendwie Assists? Da haben wir sie ja. Özi, 25 Assists. Oh, oh, oh. Das ist natürlich eine Hausnummer. Das ist echt nicht schlecht. Wie sieht ein Ribéry bei den Toren aus? 20. Hinter Reus sogar noch. Der hat nämlich 21 Tore. Okay. Ja, interessant. Für das ganze Jahr sozusagen, ne? Angekommene Pässe. Puh, da sind die recht gut. Touré nur 58%. Ribéry 81. Gündogan 84. Matuidi 87 sogar, okay. Und Spiele gewonnen. Ja, Özil und Ribéry sind da die Top-Dinger. Die Top-Spieler. Also ich würde auch, ja, Özil, doch kann ich mich auch gut mit anfreunden. Und auch an der Stelle wieder mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr da meint. Ihr könnt vielleicht auch das gesamte Team sozusagen aufschreiben, was ihr meint. Die 11 hier raus, die dabei sein werden. Schauen wir uns den Sturm an. Aguero, Cavani, Costa, Falcao, Ibrahimovic, Lewandowski, Mandzukic, Martinez, Messi, Müller, Ronaldo und Van Persie. Puh. Ja, Ronaldo, sag ich mal. Ronaldo ist dabei. Und Messi wären eigentlich so die zwei Stürmer, die man so annehmen könnte, aber ja, schauen wir es erstmal gesamt an. Also, Ronaldo hat 60 Tore geschossen, okay, sehr gut. Schuss-Tor-Verhältnis, okay, Messi hat weniger Schüsse, also deswegen wahrscheinlich wohl besseres Schuss-Tor-Verhältnis. Spiele gewonnen, da ist Thomas Müller, naja, dank Bayern München sehr weit oben mit dabei. Okay, aber ich sehe ihn nicht da in Team of the Year. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ibrahimovic, oh ja. Assists, also hat er 15, Messi 14, Müller 12 und Ronaldo 14. Echt sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie viele man hier rausnehmen kann. Also von Torhüter auf jeden Fall ein. Verteidiger würde ich im Prinzip sagen 4, Mittelfeld 4 und Stürmer 2 oder so. So ein klassisches 4-4-2. Ja, also Ronaldo sehe ich da auf jeden Fall ganz stark dabei. Lewandowski, ja, schwierig, schwierig, weiß ich nicht so genau. Eigentlich auch recht gut, genau wie Ibrahimovic. Also so ganz kann man es nicht so sagen. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ihr könnt euch die Seite auch einfach angucken. Es ist einfach, wenn ihr das auf Deutsch sehen wollt, einfach de.toti.uefa.com. Da werden euch die Spiele nochmal gezeigt. Leider wurde schon abgestimmt, da bin ich leider ein bisschen zu spät. Man kann sich hier sogar noch Videos ansehen. Aha. Was macht einen großartigen Verteidiger aus? Kompanie. Europas beste Verteidiger. Ja, sind aber jetzt wollen wir es hier nicht angucken, weil dann kriegen wir ja Ärger oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr cool, dass wir hier diese Möglichkeit hatten, zum Abstimmen. Ich habe sie leider nicht genutzt. Ja, aber da könnt ihr gerne mal gucken, was euch da so gefällt, wen ihr ins Team holen würdet. Und dann sind wir wohl nächste Woche mit einem Team of the Year bei FIFA 14 Ultimate Team beglückt. Oder werden beglückt. Ja, das war's auch erstmal für diese kleine Vorstellung des Team des Jahres. Auf eure Meinung bin ich selbstverständlich gespannt und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss.